Sie haben sein Vermögen eingezogen. Er wird verbannt. Viele denken, dass er mit meinem Bruder sehr gnädig war. Gnädiger als mit seinem Kämmerer. Er rekrutiert Bauern, die wir für den Krieg ausrüsten müssen. Und wer bestellt die Felder? Sie haben keine mehr. Euretwegen. Das werde ich ändern. Sagt ihnen, dass sie zurückkehren können. König Ludwig heißt sie willkommen und er verspricht ihnen seinen Schutz. Außerdem wird er in diesem Jahr keine Abgaben verlangen. Das gilt für alle eroberten Gebiete. Wir werden auch seinen Söldnern ein Angebot machen. Bald steht er wieder allein da. Ja. So gerecht kann er gar nicht sein. Der Krieg wird ihn noch viel kosten. Vater, ich fahre nun zu meinem Gemahl. Mein Großvater war verrückt. Er dachte, er sei zerbrechlich wie Glas. Mein Vater hingegen war normal, leider. Er hat gefressen, gesoffen und gehurt. Während ein Bauernmädchen für ihn den Krieg gewonnen hat. Jeanne d'Arc. Der Herzog von Burgund hat sie später verkauft. An die Engländer. Ich habe dich Jeanne genannt. Nach ihr. Wenn dein Bruder zu schwach ist und deine Schwester zu ehrgeizig, dann wirst du Königin. Irgendwann. Als ich deinen Vater heiraten musste, war ich erst 10. Viel später habe ich begriffen, dass uns nur die Ehe Macht verleiht. Danke deinem Vater dafür, dass er dich einem Mächtigen zur Frau gibt. Selbst wenn dein Cousin ein Scheusal ist. Es ist schade, dass du kein Mann bist. Ich weiß, was in deinem Kopf vorgeht. Bei deinem Bruder bin ich mir nicht sicher. Wenn ich nicht mehr bin, wirst du regieren. Bis er alt genug ist. Schau, Vater, wenn wir ihre Bauern erst mit Kanonen und Pfeilen angreifen und dann erst die Ritter auf sie werfen, ist die Schlacht schon zu Mittag entschieden. Dukomin hat uns eine Botschaft zukommen lassen. Er will, dass wir unser Heer noch nicht in Marsch setzen. Er rät noch abzuwarten. Wieso? Damit Maximilian das Geld ausgeht. Mit jeder Woche, die ohne Krieg vergeht, steigen seine Ausgaben. Und irgendwann sind seine Söldner wieder weg. Staubwolken am Horizont. Dann erst marschieren wir los. Direkt nach Gent. Aber wir müssen kämpfen. Ich will mich mit Maximilian messen. In offener Schlacht. Du weißt doch, Krieg ist was für Idioten. Dann bin ich ein Idiot? Maria von Burgund soll merken, dass sie den Falschen gewählt hat. Aber ja, das wird sie so oder so.